Und die meisten Menschen leben so, dass ihr gesamtes Bewusstsein ständig nur darum kreist, um mein, was sie nennen, mein Leben, was aber gar nicht ihr Leben ist, sondern ihre persönliche Geschichte, die sich noch nicht vervollständigt hat und sich nie vervollständigen kann. Denn sie beruht auf einem gedanklich konstruierten Selbstbild, genannt Ich. Das basiert auf einer Geschichte. Dinge, die ich erlebt habe, Dinge, mit denen ich mich identifiziere, die Meinungen anderer über mich, etwas, was ich erlitten habe, was andere mir angetan haben, oder was ich anderen angetan habe, was ich, meine Erfolge, meine Misserfolge, wie man es auch interpretieren mag. Das alles ist eine Ansammlung von Gedankenformen und man nennt es Ich. Die werden lose zusammengehalten mit einer Haut ist da drumherum. Man könnte sagen, das ist der Name, mit dem ich mich identifiziere, was ich als erstes als Kind gelernt habe. Und die Eltern sind dann sehr froh. Das Kind sagt zum ersten Mal seinen Namen und beginnt, sich mit einer Gedankenform zu identifizieren und sagt Ich. Und dann sammeln sich die Dinge in dieser Form an, die Gedankenformen, andere Formen von Ich. Mein Spielzeug wird Teil von mir. So entwickelt sich langsam das Ego des Menschen. Und es ist schon da beginnt der Schmerz für das Kind. Wenn jemand das Spielzeug wegnimmt, entsteht großer Schmerz, ist nämlich meins. Ich hatte mich identifiziert mit damit. Die Gedankenform mein macht es so schmerzhaft, wenn jemand dem Kind das Spielzeug wegnimmt. Denn das Kind hat schon begonnen, sich zu verlieren an die Dinge. Und das ist, so scheint es, das Schicksal des Menschen. Jeder muss dadurch hindurchgehen. Er muss sich verlieren an die Dinge dieser Welt. Und das Spielzeug ist nur der Anfang. Das Spielzeug ist nämlich nicht wichtig an für sich. Die Kinder verlieren sehr schnell Interesse an einem neuen Spielzeug. Einen Tag weinen sie schrecklich. Es ist ein furchtbarer Schmerz, wenn jemand es wegnimmt. Dann bekommen sie es wieder. Und einen Tag später haben sie kein Interesse mehr daran. Es war also nie das Spielzeug, was den Schmerz verursachte. Es war die Gedankenform mein. Meins gehört mir. Das ist Teil von mir. Das ist also der Beginn, seine Identität oder sein Selbstgefühl aus Gedanken zu beziehen. Und dann sammeln sich immer mehr Gedanken an, mit denen ich mich identifiziere, Gedankenformen. Das wird zu einem gedanklichen Ich-Gebäude. Und das bin ich und meine Geschichte. Und das ist die Illusion, wenn das Wort Ich ausgesprochen wird, obwohl das Ich potenziell die tiefste Wahrheit enthalten könnte. Aber wenn die meisten Menschen Ich sagen, beziehen sich auf ein Gedankengebilde, das heißt meine Geschichte. Und es ist eine strukturelle Unmöglichkeit für dieses Ich-Gebäude jemals sich erfüllt zu fühlen für lange Zeit. Dieses Ich-Gebäude lebt von Unerfülltheit. Es würde sogar zusammenbrechen durch langzeitige Erfüllung. Denn es braucht, um sich zu erhalten als Ich-Gebäude, den Konflikt und die Probleme. Denn dann kann ich noch mehr darüber, über mein problematisches Ich nachdenken und mit anderen darüber sprechen und anderen meine Geschichte erzählen und mir selbst im Kopf meine Geschichte erzählen und darüber nachdenken, wie sie sich eigentlich eines Tages lösen wird. Und dann kann ich nächtelang da liegen und darüber nachdenken. Oder wenn andere Geduld genug haben, kann ich das Telefon nehmen und ihnen die Geschichte erzählen. Und die können dann bestätigen, ja, du hast recht, es ist furchtbar. Und du hast recht, unglücklich zu sein und so weiter. Und jetzt erzähle ich dir meine. Und dann kannst du mir bestätigen, dass meine auch Realität hat. Und wir bestärken uns in diesem Selbstgefühl, dass unsere Geschichte so wirklich ist.
und man denkt darüber nach und die Geschichte erhält sich, ich, das sich bezieht aus der Geschichte, erhält sich dadurch, dass man ständig in Konflikt ist mit anderen. Denn diese Ich-Form, die aus Gedanken besteht, braucht den Konflikt mit anderen, um seine eigene Identität aufrechtzuerhalten. Es braucht Probleme. Probleme sind der Konflikt mit Situationen. Um dieses abgetrennte Gefühl von Ich und die anderen, diese Gedankenform, das Ich kann nur überleben, wenn es das Nicht-Ich hat, genannt die anderen. Und je stärker man sich identifiziert mit diesem gedanklichen Ich-Gebäude, desto mehr braucht man die anderen und fürchtet man die anderen. Ich brauche die anderen, um eine Bestätigung zu bekommen von was ich bin. Ich brauche die Anerkennung, ich brauche den Lob, ich brauche ihren Neid. Irgendwas muss ich haben von den anderen, um dann, ich spüre, ich habe mehr als er, mehr als sie, mehr als ich habe mehr. Eine Gedankenform, ich muss Recht haben über den anderen, ein ungeheurer Drang danach, nicht im Unrecht zu sein, wenn Leute diskutieren. Sie verteidigen ihren Standpunkt. Was ist ein Standpunkt? Eine gedankliche Position, ein Gedanke, mit dem ich mich identifiziere als meine Meinung oder so ist es. Ich sage dir, wie es ist und so ist es. Und wenn jemand es bezweifelt, fühle ich mich in meiner Identität bedroht. Denn ich habe mich identifiziert mit einer gedanklichen Position, auch ein Teil dieses Ichs, des gedanklichen Ichs. Und manche Leute werden gewalttätig durch eine Diskussion über nichts. Denn sie verteidigen ihr illusionäres Selbst. Denn das illusionäre Selbst muss Recht behalten und wenn es den anderen in Unrecht setzen kann, dann fühlt es sich einen Moment stärker. Das heißt nur, dass sich die Illusion des Ich verstärkt hat. Aber für die Illusion fühlt sich das gut an. Und dann kommt das innere und äußere, ein Teil dieses Ich-Gebäudes, die Struktur des Ichs, ist auch, dass es sich oft beklagt über Dinge, die geschehen. Das dürfte nicht sein. Sie sollten das nicht, das über andere Menschen, über Situationen oder sich persönlich beleidigt fühlt, wenn etwas geschieht. Wie wagen Sie es, mir das zu verkaufen? Und dieses sich beklagen ist eine sehr häufige Gedankenform, die das gedankliche Ich benötigt. In vielen Menschen ist es sehr stark ausgeprägt, in anderen weniger. Die haben dann andere, stärken sich auf andere Weise ihr Ich. Aber es gibt Menschen, für die das sich beklagen und sich persönlich beleidigt fühlen in Situationen und so weiter, ist ein Großteil ihrer Gedanken. Manchmal sprechen sie es aus, manchmal ist es nur im Kopf. Der Dialog im Kopf, die Stimme im Kopf, die meisten Menschen begleitet. Ständig. Die nie stoppt. Und das ist das Ich, was manchmal mit sich selbst spricht. Und das auch sich selbst manchmal kritisiert. Man kann sich beklagen über sich selbst. Und es ist Wunder, je mehr ich mich identifiziere mit der Stimme im Kopf, die nie aufhört zu sprechen, desto stärker bin ich verhaftet in der Illusion des Selbst, des Illusionären.